Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu Die Sims brechen aus. Hype. Ich war ein bisschen offscreen tätig, wir haben 10.000 zusammenbekommen und ich stehe jetzt auch von Nina Niepels, die jetzt gleich ihr Geld haben will und haben bekommt. Allerdings habe ich einen super coolen Kommentar bekommen von Super Twilight Sword, den ich euch gerne mal ein bisschen zeigen würde. Nämlich unter Part 23 ist der von diesem Projekt hier. Er hat geschrieben: Also ich finde dieses Projekt eigentlich super, ist perfekt zum Zuhören, wenn ich auf meinen 3DS, nicht fein 2DS, Alter, 2DS ist super, egal, ein bisschen Zock. Außerdem gibt es viele Themen, zu denen man was sagen kann. Tage, an denen ich, an denen mich mein Leben ankotzt, habe ich schon oft erlebt. Und einmal habe ich dann auch die Schule geschwänzt, nachdem ich an einem Montag einfach keine Lust auf 3 Stunden Mathe hatte. Der Lebenstraum von Rockstar ist nicht mehr wirklich präsent, denke ich. Zumindest habe ich noch nie jemanden sagen hören, ich will Rockstar werden. Und mit jungen 15 Jahren bewege ich mich noch in einem relativ aktuellen Umfeld. Das ist wahr. Sardinen auf Pizza sind ekelhaft. Nicht nur geht der Geschmack auf alle Objekte in der Nähe über, es ist auch noch Fisch. Die beste ist und bleibt Margarita. Ein Abo hast du auch mehr, hat dich bestimmt interessiert. Ja, Super Twilight Sword. Ich mag deinen Namen. Vielen Dank für das nette Kommentar und ja, selbstverständlich gibt es öfter Tage, wo man sich scheiße fühlt oder wo man halt auch die Schule schwänzt und so, und ich habe vor allem als ich jünger war, extrem oft die Schule geschwänzt. Ich hatte nie Bock auf den Shit. Aber ja, trotzdem habe ich meinen FOR gemacht, habe am Ende etwas reingeklotzt und das ging alles ganz gut. Man darf sich einfach nicht von solchen Tagen entmutigen lassen, aber das ist normal, dass nicht jeder Tag perfekt ist. Auf jeden Fall vielen Dank für das Abo, für das nette Kommentar und ja, ich finde Sardinen immer noch geil auf Pizza und die beste ist aber immer noch Hawaii. Aber jeder hat ja seine eigene Meinung und Moment, ich muss noch kurz auf mein Handy gehen und gucken, ob ich noch etwas in diesen Kommentar eingehen wollte. Irgendwas wollte ich doch noch. Ach ja, und vielen, vielen Dank für das nette Lob. Ich muss sagen, das Projekt kommt sehr, sehr kacke an sich, an den Views. Es wird kaum geklickt, aber wenn es auch nur eine von solchen Personen ist, wie Super Twilight Sport, motiviert mich das schon extrem, dieses Projekt weiterzumachen. Und ja, da mir das Motivation gibt, weiterzumachen, bedanke ich mich nochmal viel herzlichen Dank, Ton. Es ist noch früh, mein Satzbau wird noch besser, vielleicht, hoffentlich. Ich wollte einfach nur sagen, danke für den Kommentar und lass dich nicht entmutigen vom Leben, weil das Leben ist manchmal ganz schön kacke. Ach ja, und Fisch mag ich auch nicht. Nur, also, meistens nicht. Ich kann nur Fisch nur hin und wieder essen. Ich habe die 10.000. Cool, also 1.000 für die Werbung, 50 für das Speedboot, 80% für mich als Manager. Ach, komm, fick dich. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch populäre 60 erreichen. Ich glaube, das ist der letzte Part, bevor ich halt ziemlich viel Offscreen grind gehe, Popularität und sowas. Wir müssen noch einen Bildhauer einstellen und so. Und mit Rosenklappe einfreuen, aber das werde ich, glaube ich, alles so erst später machen. Also Offscreen. Wir müssen, glaube ich, die Entdeckung machen. Warte mal, was hatten wir denn noch hier? Das haben wir. Popularität. Popularität. Ja, es gibt noch etwas, was ich in ein paar zeigen möchte. Nämlich haben wir ja im letzten Part einen neuen Job freigeschaltet quasi und ich bin gar nicht drauf eingegangen. Ich habe ihn mir offscreen beim Farben auch nicht angeguckt oder so. Bedeutet, das ist jetzt das erste Mal, wo wir uns den reinziehen. Und ja, das ist nämlich ganz oben dieses Lemminge-Springen da. Warte ich vielleicht. Lemminge war doch einmal dieses PS1-Spiel, oder? Ich glaube, das war ziemlich cool eigentlich. Habe ich aber selbst nie gespielt, nur mal ein Video zu gesehen. Von 9 bis 16 Uhr, super. Okay, gucken wir uns halt später an. Komme ich auch weiter, wenn ich hier weiter rumgehe? Nein, natürlich nicht. Okay, alles klar. Okay, danke, Spiel, danke. Ist in Ordnung, ist okay. Okay, was machen wir denn in der Zeit? Ach ja, Logik habe ich auch auf Level 7 gebracht. Ich weiß nicht, wie ich diese wissenschaftliche Entdeckung mache, aber mir fällt da bestimmt was ein. Hier komme ich nicht rein. Wir können ja einfach mal ein paar Leute suchen, einfach mit dem Raiden. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee eigentlich, um Popularität zu gewinnen. Und mir ist aufgefallen, dass mein Opa mich richtig hasst. Der hat irgendwie minus irgendwas. Der Opa, wo ist der? Opa verstehe ich vom Anfang an. Und ich glaube, man bekommt Negativpunkte, wenn man in sein Haus mitwohnt. Was ist denn los mit den Jungen? Ich meine, wir sind Familie. Was ist los, Dicker? Naja. Der Opa ist halt ein bisschen eklig. Ist okay, nehmen wir halt lieber bei uns zu Hause. Ist in Ordnung. Ist okay, Opa, ist okay. Aber mit der Opa will ich mich auch gut stellen. Und ja, was könnten wir noch tun? Ich habe mal ein bisschen rum.
Hier können wir mal kurz auf Toilette gehen, mal ein bisschen kacken und vielleicht kommt irgendwer hier jemand hin. Der Toilettensong. Jede Toilette hat den Toilettensong. Badadadada. Ah, hier auch nochmal zu Twilight Sword. Ich mag den aber immer noch. Richtig. Ich liebe es auch immer, auf meinem feinen 2DS zu zocken, während ich YouTube-Videos mir reinziehe. Meistens etwas längere Videos, wie von Domian oder so. Das finde ich auch immer relativ cool. Also mich hat schon erschreckt, wir haben relativ viele Gemeinsamkeiten. Obwohl, ja, auch nicht, ne? Ich meine, ist ja klar, dass man während des Zockens noch andere Sachen macht. Ist ja normal, ne? Naja. Ja, Aludosen habe ich... Ja, ein bisschen Müll habe ich auch verkauft, aber wir haben immer noch 30 Aludosen, natürlich für den Bildhauer. Jetzt können wir auch hier rein. Können wir hier noch ein bisschen rumhängen. Gehen wir ein bisschen ab hier, Leute. Bis halt irgendwer hier reinkommt und wir... Ja, ein bisschen abgehen können. Und wir auch ein bisschen abgehen können, Decker. Dreh den Shit, mein Boy! Ja, das hört sich so scheiße an. Okay. Gibt's einen geilen Drink, Leute? Gönnen wir uns. Schirmchen hoch 3. Schlecken. Yeah. Und hier ist einfach gar nichts los, Alter. Ich habe heute schon gespielt. Muss erstmal bis 1 Minute nach Mitternacht warten. Ja, ich bin etwas verloren, was wir jetzt machen könnten. Was jetzt noch spannend wäre. Ich habe gehofft, dass wir jetzt das Slamminger-Ding machen könnten, aber geht halt erst nächsten Tag. Vielleicht gehen wir einfach mal nach Hause und chillen unseren erst bezahlen Rechnungen und so ein Kram. Da können wir ja immer noch wieder hier hinkommen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Ich frage mich, wie dieses Slamminger-Spiel wird. Ich hoffe, es wird cool. Wir werden ja sehen. Oh oh. Habe ich mein Bike verglitscht? Nein, habe ich nicht. Okay, Gott sei Dank. Oh, das würde mich echt anpissen. Okay. Snacken wir uns noch diesen Shit hier. Zack. Einfach alles mitnehmen, was wir finden. Ist mal cool. Da wollte ich nicht rein. Okay, cool. Nein, da wollte ich nicht rein. Oh. God damn it. Okay, alles klar. Hinauf. Hinauf! Los, Jonathan! Wir müssen hinauf. Oder so. Ich habe echt ein bisschen Hunger in Real Life jetzt. Weil ich habe jetzt relativ viele Parts aufgenommen. Weil ich dachte mir, heute beendest du das Projekt hier. Aber es scheint, als würde ich das heute nicht mehr schaffen. Was auch nicht schlimm ist. Ich meine, hey. Das Projekt ist ja ganz cool. Aber ja. Obwohl, der Tag ist ja noch recht jung. Wir haben gerade erst 12 Uhr bei mir. Könnte man sich gönnen. Aber die Farmerei halt, die wird super viel Zeit beanspruchen. Und vielleicht habe ich dann keinen Bock mehr. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also ihr nicht wirklich, aber ich werde sehen. Und da ist dann euch erzählen. Vielleicht. Wahrscheinlich, möglicherweise. So, erstmal die geilen $600 bezahlen hier. Gibt's hier irgendwas? Oh. Passiert eigentlich etwas Schlechtes, wenn wir die Rechnung nicht bezahlen? Ich habe keine Ahnung. Hm. Naja, chillen wir erstmal ein bisschen unseren Ass, ruhen uns ein bisschen aus. Hauen uns ins Bett. Zack. Hauptsache, wir haben eine Villa und gehen erstmal immer zum Opa in seiner Scheißhütte. Wäre ich auch angepisst. Ja, okay, reicht. Können wir mal eben... Na, wie heißt das? Wieder knechten gehen. Und am nächsten Tag gucken wir uns die Lemminger an. Von 9 bis 16 Uhr war das, ne? Ich glaube schon. Ich muss sagen, Leute, ich bin tatsächlich nicht Schwimmer. Trotz meines Alters. Die meisten 19-Jährigen können ja schwimmen, ich nicht. Weiß ich nicht. Fand ich irgendwie nie nötig zu lernen. Ich meine, ich fand es recht cool. Dass man die Fähigkeit halt haben kann zu schwimmen. So in real life jetzt, aber weiß ich nicht. Ich dachte jetzt nie, das muss ich unbedingt können. Sonst sterbe ich. Okay, wenn ich irgendwann ein Schiff haben will und davor See rumdödeln möchte, dann wäre das schon ganz praktisch, schwimmen zu können. Weil dann sterbe ich nicht, wenn ich über Bord falle, wenn ich besoffen bin oder so. Obwohl, wenn ich besoffen bin und über Bord in offenem Meer bin, ich glaube, dann ist sowieso GG. Aber ich weiß nicht. Möchte Jam Session spielen, kommt der Kopf. Letztens hatte ich so einen guten Run und ich bin so knapp an der Beförderung vorbeigeflutscht. Wir werden sehen, Alter. Ein bisschen konzentrieren. Yeah! Aha!
Ach Leute, ich glaube, ich musste mal wieder in die Welt rausgehen, mal ein bisschen in den Stadtwald, mal ein bisschen die Natur genießen. Das mache ich viel zu selten, das ist super geil. So hin und wieder einfach mal ein bisschen chillen, einen kleinen Spaziergang machen in den Wäldern. Doch, doch, das ist geiler Shit. Dun, 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 dun. Oh. Dun, 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 dun. Bah, scheiße. Nein! Dun, dun, bam, bada, bam, 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 bam. Da haben wir einen 600 Dollar. Immerhin. Weil dieser Schrei ist so behindert. Okay, dann können wir uns eigentlich mal ein bisschen um unsere Bedürfnisse kümmern. Ja, und da. Wir könnten eigentlich auch mal kurz hier angehen, ins Labor. Hier kann ich noch nichts machen, ne? Nee. Hey, kann ich da was machen? Loben. Okay, cool. Verkaufen wir mal 5 Dosen. Den Shit weg. Den Shit weg. Passt. Alles klar. Ja, und insofern habe ich eigentlich die ganze Zeit Geld. Ich latsche die ganze Zeit rum. Feier zum Opa, fülle da meine Bedürfnisse auf. Knechte da. Dann gehe ich hier hin, knechte da. Oh, so läuft die Scheiße. Oh, ups. Ich muss mal noch später gucken, ob ich noch ein paar Fähigkeitspunkte farmen muss für das fünfte Ding. Also für die fünfte Quest quasi. Wir müssen mal sehen. Aber wir haben eigentlich so krasse Punkte überall verteilt. Kreativität voll, Körper fast voll, Logik fast voll. Charisma haben wir am wenigsten, aber ist egal. Braucht man nicht in Real Life, braucht man nicht. Braucht eigentlich nur Geld. Geld und Macht und Ruhm. Apropos Geld und Macht und Ruhm. Dann kann ich wieder Blut spenden gegen Geist. Das wird super. Ich möchte mich testen lassen, ob ich bei dieser Globerosen oder sowas Spende machen teilnehmen kann. Die bringt erstens mehr Cash und zweitens kann sie nicht so jeder machen. Bedeutet, sie wäre auch sehr nützlich für dieses Krankenhaus dort. Für das Uniklinikum. Und ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn ich das machen könnte. Jo, pippen wir erst unsere Bedürfnisse auf, dann sind wir eigentlich fertig, wenn wir, wie heißt es? Wenn wir dieses Lemminger-Ding machen wollen, können wir uns das nochmal angucken. Bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Es wird bestimmt so ein Turmspringen-Ding, aber ich weiß nicht, inwiefern das ein Minispiel sein könnte. Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht mit coolen Posen in der Luft oder sowas. Irgendwas Cooles bestimmt. Naja. Gehen wir noch auf Toilette, dann gehen wir noch ein bisschen pennen. Alles gut. Ich muss sagen, ich finde, der Charakter, den wir spielen, ist unglaublich hässlich. Fand ich schon vom ersten Part an, aber naja. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen mehr dran gewöhnt jetzt inzwischen. Das finde ich hier nicht mehr so schlimm. Immer noch hässlich, aber es geht, es geht. Schlimmeres. Ja, Leute, RuneScape geht auch ganz gut voran. Ich habe so unglaublich viel gefarmt in RuneScape, Leute. Holy shit. Aber wir sind jetzt Angriff auf Level 50. Das ist, war ja mein Ziel. Jetzt muss ich noch Stärke, Verteidigung, Magie und Fernkampf trainieren. Magie und Fernkampf trainiere ich aber nur auf Level 40. Und ja, und dann sind wir auch schon fertig mit der Farmerei und dann können wir das letzte No-Member-Questing angehen. Das wird super. Ja, Alter, ich könnte ja vielleicht etwas übers Leben erzählen. Ich muss sagen, die Stadt, in der wir uns befinden hier im Spiel, erinnert mich sehr an eine Stadt, wo ich mal in Polen war. Die war am Meer. Und es war wirklich schön dort. Keine Ahnung. Fühlt sich wie in einem Disney-Film, so farbenfroh war es dort. War auch ziemlich cool, da war so ein Leuchtturm und alles. War ziemlich geil. Also es wären mehrere Leuchttürme. Waren dann einen, glaube ich, nur. War trotzdem cool. War trotzdem cool. Und ich fahre voll den behinderten Weg, aber das macht nichts. Wir haben ja Zeit bis 16 Uhr. Düsen wir mal zu dem Lemmingen-Ding hin. Bin ein bisschen scharf drauf jetzt. Bin sehr gespannt, was da abgeht. Will ich das zocken? Ja, Klippenmarkt. Schwer, Klippenspringen. Mit dem Steuerkreuz kannst du akrobatische Tricks machen. Okay, fuck. Ich habe irgendwie nicht aufgepasst, egal. Okay, okay, okay. Ja, ein Springdecker. Yeah, woo! Oh, ups. Das war scheiße. Okay.
So, so. Fuck, ich darf, ich glaube, ich sollte nur zwei machen. Okay. So, so. Okay, und jetzt rein. Warte, was? Soll ich im Wasser noch irgendwas tun? Ich check das Spiel nicht. Da ist schon Klimmerkt gespielt. Okay, Leute, ich glaube nicht, dass ich ein großer Fan werde von Klimmerkt. Ey, da ist ja dieser Typ, den haben wir ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, was gibt's noch so zu tun in dem Spiel? Wir könnten ja nochmal in die Kanäle gehen. Dort nochmal zu dem Geisterhaus. Oder so. Und dort ein bisschen nach Müll suchen, weil der Müll dort ist relativ wertvoll. Aber wir können auch einfach hier mal ein bisschen rumcruisen, mal ein paar, mit ein paar Leuten an Freunden mal ein bisschen unsere Bedürfnisse pflegen, ein bisschen Geld machen, Leute, ein bisschen Fame werden, ein bisschen Ruhm haben, ein bisschen Cash haben. Einfach den Traum leben, den American Dream, Leute, den American Dream. Huh. Mal gucken, ob hier jemand drum hängt. Ja, hier, Maximus Gier, das ist jetzt mein bester Freund. Du bist wirklich ein hübscher Boy. Du bist ein hübscher Kerl. Stell dich vor, ein Typ, den ihr kaum kennt, kommt zu euch und sagt erstmal, du bist ein hübscher Kerl. Du bist ein hübscher Kerl, Junge. Und ihr sagt dann, es tut gut, eigene Gedanken bestätigt zu bekommen. So ein Arschloch. Schon mal ein Gehirn gestreichelt? Lieber arbeite ich in der Klapse, als dass ich dir zuhöre. Okay. Hör nie. Zieh's bei mir ein. Hab was für dich. Naja, das war eine Lüge. Ich weiß nicht, ob das mit den Geschenken vielleicht deutlich schneller geht. Vielleicht sollten wir uns mal... Leute, pass auf, Decker. Wir gönnen uns jetzt ein paar Geschenke. Vielleicht geht das dann viel schneller. Mit dem Anfreunden. Dun, 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 dun. Ich hole einfach irgendwas Teures. Also das Teuerste, was die da haben. Das wird schon passen. Ba, 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 ba. Ach ja, immer diese gechillte Mucke. Blumen 25. Der Knast-Teddy, ja, der ist super. Dann geben wir uns noch Blumen, dann geben wir uns die Actionfigur, das Comic, Alter. Dann haben die schon nichts mehr. Habt ihr was Neues? Nein? Okay. Ja, könnt ihr uns eigentlich direkt mit der, bei der Oma einschleimen. Ja, ich hab was für dich. Hier, ein Teddy. Das kann ich nicht dulden. Bist du scheiße? Warum? Hier, ein Blumen? Danke. Kann ich dir irgendwie helfen? Da kannst du Blumenkette Gigolo geben? Nee, kann ich nicht. Kannst du den von der alten Frau, die in einem Schuh wohnte? Was? Ach, du Clown, du lenkst ab. Sorry, bin so öde. Ich akzeptiere deine Entschuldigung, aber erwarte kein Geld. Okay. Willst du Glitter ins Face? Am liebsten würde ich nie mehr arbeiten, nur noch Zeug sammeln. Meine Brille wirken deine Augen wie Planeten. Sei einfach ruhig, halt die Fresse. Okay. Hatte noch nie ein Date mit deiner Freundin, Mamas Alter. Oh Gott. Ja, das dachte ich mir auch so. Ich brauche einen Kuss. Du bist hier sicher. Oh, ich freue mich, das zu hören. Du siehst aus wie ein alter Papagei. In Somali kennt mich jeder. Ich bin am Ende einer sagenhaften Reise. Freue mich, das zu hören. Oh, also mal. Will, dass du auch Angelhaken verkaufst. Hey, das erzähle ich meinen Kunden. Bist du ja kitzelig, siehst du bei mir ein. Ich kaufe hier nur ein, wenn du Gutscheine annimmst. Schrotthändler. Ich mag den Duft alter Bücher. Der ist wirklich sehr angenehm. Hab noch nie eine ältere Frau geküsst. Sie ist einfach die Gilf des Dorfes, Alter. Dein Laden ist total schnuckelig. Meine Güte, das ist das Letzte, was ich heute gehört habe. Sieht aus wie ein Papagei. Oh. Weißt du, wie sehr dich die Leute mögen? Meine Güte, das ist das Netteste, was ich heute gehört habe. Okay. Du Clown. Nina ist cool. Sorry für das schlechte Wetter. Jetzt meine kennt mich jeder, Decker. Das ist mein Pimp-Shop, ja. Was ist der Unterschied zwischen dir und einem Pickel? Ja, ist etwas eklig. Ich habe dich zum Boxen angemeldet. Ich hoffe, das ist okay. Wollen wir es einschüchtern und zu kriegen, hoffst dass du... okay, okay. Magst du Dinge lieber als Menschen? Halt die Fresse. Okay, ich brauche einen Kuss. Hab nicht zugehört, sorry, hab ich halt echt nicht. Hab noch nie eine ältere Frau geküsst. Ich hab Migräne! Oh Gott! Der älteste Spruch überhaupt, wenn man halt keinen Bock hat. So, so. Nee, ich glaube nicht, dass ich das Lob mit den Geschenken. Ich hab was für dich, hier! Das kann ich nicht dulden, toll. So, so. Wird bestimmt toll umarmen. Yes. Psst, ich bin ungern so beliebt. Ich sag's keinem auch nicht. Okay. Ganz bestimmt toll umarmen.
Oh Gott, die Herzen im Hintergrund. Okay, Leute, mit diesem verstörenden Bild würde ich sagen, das war's für heute für dieses Brechen aus. Ich muss erstmal die Bilder aus meinem Kopf kriegen und erstmal ein bisschen klar werden im Leben. Und ja, wir sehen uns. Ich habe noch nie eine ältere Frau geküsst, ich schwör's. Bis dann, Leute, ciao.